Herzlich willkommen zurück zum, ja, einem etwas neuen Projekt hier auf diesem Kanal. Und zwar starten wir heute zum ersten Mal in ein ganz neues, ja, Spiel rein, in eine ganz neue Serie. Und zwar in die Formel 1 mit F1 2020. Wie üblich auf meinem Kanal werden wir uns hier natürlich mit dem Karrieremodus beschäftigen. Und zwar erstmal mit dem normalen Karrieremodus. Irgendwann vielleicht auch noch mit dem MyTeam-Modus, aber den spiele ich aktuell privat und deshalb, ja, reizt mich das gerade nicht. Außerdem habe ich was Besonderes im Karrieremodus selbst geplant, und zwar wollen wir eine Sprint to Glory machen in F1 2020 und das mit folgendem Team. Es wird Alpha Tauri oder früher bekannt als Toro Rosso. Damit werden wir reinstarten. Der Plan ist es, eben eine Sprint to Glory zu machen. Bedeutet, wir werden ein Blitz-Qualifying fahren und dann nur ein 5-Runden-Rennen. Und das Ziel ist es, in dieser Sprint to Glory am Ende irgendwann den WM-Titel zu gewinnen. Es ist egal, mit welchem Team, wir dürfen das Team wechseln, aber das Ziel muss es sein, irgendwann den WM-Titel zu gewinnen. Und deshalb würde ich sagen, wir starten einfach mal rein. Unser Teamkollege wird auf jeden Fall Pierre Gasly, denn den finde ich einfach deutlich sympathischer. 22 Rennen werden wie gewohnt gefahren, wie in echt der Rennkalender. Weil das andere reizt mich jetzt nicht so richtig. Deshalb 22 Rennen. Und wie gesagt, wir werden alles extrem kurz halten. Das Training werde ich immer nur selbst machen. Blitz-Qualifying, Einführungsrunde aus, weil nur 5 Runden rennen. KI auf 85. Damit bin ich jetzt bis jetzt ganz gut klargekommen. Mal gucken, ob das so weitergehen wird. Fahrhilfen seht ihr hier. Ich spiele mit Controller aktuell. Und hier seht ihr, ne, das muss noch auf komplett. Sind die hier richtig? Die sind richtig. Autoschein komplett, Parkfamilie an, Rückblenden aus. Wir werden ohne Rückblenden hier diese Karriere auf jeden Fall spielen, weil es sind eh nur 5 Runden. Regulär, Rennen manuell, Rennbeginn manuell, Reifentemperatur, Oberflächen und Innen. Fahrradtransfers auf jeden Fall an. Wozu machen wir das denn sonst hier? Und hier nochmal die, ja, wie gesagt, die Fahrhilfen. Ja, und damit sind wir angekommen im neuen Menü von F1 2020. In der Karriere selbst habe ich noch gar nicht das gesehen. Franz Toast ist, glaube ich, ein echter Typ da, denke ich mal. Begrüßt uns hier. Wir spielen übrigens als Florian Jung, also einen fiktiven Spieler sozusagen. Den kann ich euch, denke ich, auch hier mal gleich zeigen. Genau, da seht ihr den Florian Jung. Und Pierre Gasly. Ich glaube, das wird eine ganz coole Kombination. Pierre Gasly wird keine leichte Aufgabe als Teamkollege. Und ja, wie gesagt, Upgrades und so, das wird einfach immer ganz schnell abgehandelt, damit wir möglichst schnell mit dem Rennen reinstarten können. Und das hier weiß ich noch nicht ganz so genau, wie das hier funktioniert. Das werden wir im Laufe der Zeit bestimmt kennenlernen. F&E-Baum, das kennt man auf jeden Fall schon aus den Vorgängern. Hier werden wir natürlich auch gleich unsere ersten Upgrades gleich machen. Und ich guck mal kurz, was sich am meisten lohnen würde. Also ganz große Probleme haben wir auf jeden Fall in Sachen Motor. Da sind wir das letzte Team. Da werden wir auf jeden Fall ein Upgrade reinhämmern. Und bei der, ja, Strapazierfähigkeit müssen wir auch ordentlich nachbessern. Da sind beide Red Bull Teams deutlich zu schwach. Und dort werden wir also erstmal investieren. Das ist der Plan. Und wir springen jetzt mal vor zur Autovorstellung, denke ich mal. Rein geht es also, unser Auto wird jetzt hier vorgestellt. Unser erstes Auto in dieser Karriere. Es werden hoffentlich noch einige folgen, bis irgendwann, ja, wir im Ferrari, Mercedes oder Red Bull sitzen. Mal gucken, was wir erreichen können. Wir starten mit dem Alpha Tauri rein. Der Wagen sieht, finde ich, gar nicht schlecht aus. Und ich habe auch echt Bock, den zu fahren. Und wir werden natürlich auch in dieser Folge noch das erste Rennen in Australien bestreiten. Vor dem ersten Rennen, was nun vor der Tür steht, ist der Motor bereits einmal verbessert worden. Wir hauen hier auch gleich das zweite Upgrade hinterher. Ebenfalls wurde die Strapazierfähigkeit beim Getriebe verbessert. Und das sind unsere ersten zwei Upgrades, die, ja, funktionieren. Und damit starten wir jetzt rein in den Saisonstart nach Melbourne, nach Australien. So, wir sind angekommen im Qualifying. Ich habe im Training die Streckenakklimatisierung gemacht, 2 Runden gedreht hier in Melbourne. Das sollte auf jeden Fall reichen. Also
Melbourne ist ja jetzt keine neue Strecke, die kennt man natürlich schon aus den Vorgängern. Und ja, wir sitzen jetzt hier im Auto, es ist trotzdem ein Blitzqualifying, was bedeutet ein Fehler und es ist alles vorbei. Wir fahren erstmal mit Voreinstellung 3 und gehen jetzt raus auf die Strecke und hoffen, dass das hier was wird. Also die Lichter, sie gehen aus. Ich hoffe, das geht vom Sound so einigermaßen. Muss ich gleich nochmal prüfen. Aber jetzt erstmal Konzentration auf die ersten Kurven. Wir kommen ganz gut rein. Das ERS ist natürlich schon voreingestellt auf Option 2, also auf Hot Lap. Aber jetzt sollte man sich ein wenig konzentrieren, um hier eine gute Zeit hinzulegen. Hamilton zieht erstmal gut davon. Aber gegen den wollen wir auch gar nicht erst fighten. Ich gucke jetzt auch nicht nach oben. Ich will es gar nicht erst wissen, wo wir aktuell stehen. Ihr könnt es natürlich nachgucken. Ich jetzt nicht. Denn ich sollte mich hier lieber auf die Strecke konzentrieren und auf Schalten und auf was man auch sonst alles machen muss. So, und jetzt kommt hier die schwierige Kurve. Da muss ich einmal kurz um Gas gehen, weil sonst ich einfach zu viel Angst habe, da rauszufliegen. Jetzt auch hier einmal ein bisschen zu früh hochgeschaltet, DRS zu spät aktiviert. Das war alles nicht perfekt. Im sechsten Gang sollen wir hier das Ding nehmen. Jetzt runter, vier Gänge runter und dann versuchen hier gut rumzukommen. Ist nicht so leicht. Wieder ein bisschen zu spät DRS. Und jetzt haben wir kein ERS mehr. Sind aber Siebter, wenn ich das richtig gesehen habe. Florian Jung, Platz 7. Was für eine geile Geschichte. Ich habe übrigens den Nachnamen Jung genommen, weil dafür es einen Kommentatornamen gibt. Und das ist eigentlich ganz geil. Also Hamilton, Leclerc, Bottas. Und dann wir 7 Plätze vor Pierre Gasly. Damit kann man mal in den Rennen reinstarten. Und damit sind wir da. Entscheidender Tag hier in Melbourne. Das Rennen beginnt. Ja. Der Kommentator sagte, spannende Formel 1 Saison in echt, ja, ein bisschen anders als hier. Durch die Corona-Pause natürlich eine Menge verschoben. Das hier ist ein seltsamer Bug. Da sitzt einfach so ein Typ auf dem Serum. Okay. Und jetzt gucken wir uns hier mal die Strecke an. Es wird nicht leicht, aber drei DRS-Zonen in 5 Runden, das ist eine Mega-Chance. Also wir haben ja nur 2 davon DRS, also ab Runde 3. Es wird nicht leicht. Es wird nicht leicht. 3 Runden DRS haben wir dann aber. Ja. Ich bin echt gespannt. Ich bin wirklich gespannt, was wir mit unserem Auto leisten können. Also Qualifying war ja schon mal mega gut. Das war sau, sau stark. Und ich weiß gerade nicht, wie sehr ihr den Kommentator im Hintergrund hört. Das muss ich alles noch in den nächsten paar Folgen ein bisschen eingrooven. Ich hoffe, ihr habt dafür ein bisschen Verständnis. Und Romain Grosjean nur 18. Also Haas hat echt dicke Probleme. Gasly bei uns ja wenigstens 14. Das ist nicht schlecht, aber auch nicht gut. Wenn man sieht, was wir als Youngster hier mit Platz 7 erreicht haben. Das ist wirklich eine super Leistung gewesen. Aber sowieso habe ich das Gefühl, dass die KI im Blitzqualifying immer ein bisschen schlechter ist als im normalen Qualifying. Aber ja, wir gucken auf die Startaufstellung. Also von vorne startet Lewis Hamilton. Das wissen wir bereits. Leclerc daneben. Okay, Bottas, Vettel. Wird interessant, dann die Red Bulls, dann kommen wir als Jung, Ricardo, Esteban, Lando, Carlos, die McLaren, die ihn echt absolut dominieren, Perez, Stroll, unser Teamkollege Gasly, die Alfa Romeos, die Haas und dann zum Schluss die Williams und wir gehen jetzt rein in dieses Rennen. Also für uns gibt es ja keine Strategie, denn wir fahren hier auf einem Stint durch, das ist halt so bei 5 Runden Rennen. Vielleicht machen wir auch irgendwann mal eine Karriere mit 50% Rennen, aber ich will halt dieses Sprint to Glory hier machen, weil ich finde das sau interessant und somit starten wir rein. Es gibt keine Einführungsrunde. Wir stellen unser ERS auf Überholen, geben Vollgas, weil ich noch nicht weiß, wie man sonst besser startet. Und gleich hier mal auf Fett umstellen. Guter Start von uns, schlechter Start von Verstappen. Müssen wir hier irgendwie gut reinfinden. Oh, Jungs, was ist das denn da? Die blockieren hier die ganze Straße. Erstmal ERS wieder rausnehmen. Also da bin ich echt froh, dass wir keinen Flügelschaden kassiert haben. Da
Das sah irgendwie nicht so gesund aus. Sowieso die Angst vorm Schaden ist hier ein bisschen groß natürlich bei so einem Start. Wo du eigentlich als langsameres Auto hier reinstartest. Und vor allem wenn hier Verstappen und Vettel sich mal wieder in die Haare kommen, dann kann es gefährlich werden, so wie vorhin. Und Albon mischt dann da auch noch mit. So, Jeff. Ich würde schon sagen, das war ein guter Start. Also Jeff ist zufrieden, aber findet es nicht großartig. Wir bleiben erstmal dran an Albon. Das muss hier die Voraussetzung sein, bis zum DRS in 1 Sekunden Fenster zu bleiben. Da habe ich das nicht gut gemacht. Aber alles noch in Ordnung. Kurz einmal ERS auf Überholen gestellt, damit wir hier ein bisschen näher wieder rankommen. Jetzt aus der Kurve raus, mehr ERS benutzen. Und auch hier muss ich mich jetzt ein bisschen konzentrieren, ein bisschen reinkommen. Denn sonst kann dieses Rennerlebnis früher vorbei sein, als wir das alle wollen. Wir bleiben erstmal hinten dran. Und die Lücke ist schon echt riesig nach ganz, ganz vorne. Also da haben die drei Jungs vor uns echt alles aufgehalten. Aber wir bleiben aktuell noch dran. Jetzt hier mit ERS raus. Schön an Albon dran, der aber auch ein bisschen Boden verliert. Ricardo greift jetzt hier an. Wir können nicht wirklich später bremsen. Kommen fast von der Strecke. ERS ist auf Überholen. Leichte Kollision mit Ricardo. Aber das war nicht unser Fehler. Das war nicht unser Fehler. So viel muss man sagen. Und wir bleiben noch an Albon dran. Noch wären wir in seinem DRS-Fenster, aber wir haben auch nicht mehr so viel Sprit zum Pushen. Haben jetzt aber durch den Wackler dann von Ricardo ein gutes Polster nach hinten. Es bleibt spannend hier. Wir müssen jetzt aber vom Fett runter. Wir haben dafür aber noch eine Menge ERS zur Verfügung. Also ist natürlich ein Unterschied, wenn man erst nur 50% Rennen fährt und jetzt hier in 5 Runden rennen. Dann hast du natürlich ganz andere ERS-Management. Wir bleiben aber nach wie vor dran. Und gleich sollte ja auch DRS eröffnet werden sozusagen oder freigegeben. Das ist, denke ich mal, das bessere Wort. Und wir sind direkt an Albon dran. Können vielleicht gleich hier schon angreifen. Ja, er kommt da auch nicht so gut weg, genauso wie wir. Aber wir werden nicht angreifen können. So viel steht fest. Wir bleiben hinter und das DRS ist aktiviert. Aber hier sollten wir... Oder haben wir hier schon DRS? Nein, hier haben wir noch kein DRS. Denn das ist der gleiche Messpunkt wie fürs Startziel DRS. Heißt, wir müssen erstmal dranbleiben. ERS wieder benutzen. Also, ja, nicht leicht. Nicht leicht hier hinter Albon zu bleiben. Aber wir kriegen es erstaunlich gut dann doch hin irgendwie. Also der muss ja irgendwie, weiß nicht, der ist gerade echt krass langsam. Das wundert mich schon fast, wie langsam er ist. Jetzt haben wir nur noch 50% ERS, aber das passt schon alles. Hier wieder ein bisschen was benutzen. Und dann sollten wir gleich das erste Mal DRS bekommen. Denn hier vorne ist der Messpunkt, wir sind minus 0,4 hinter ihm. Das hört sich doch nach einem DRS an. Hier wieder ein bisschen, ja, die Kurve nicht perfekt genommen. Vielleicht einfach ein bisschen Angst hat, immer rauszufliegen. Wir kommen gut ran mit dem DRS. Bremsen hier gut. Rausbeschleunigen, wie immer mit ERS. Und jetzt mal gucken, wann wir hier die Chance haben zu überholen. Wir werden jetzt auch wieder DRS bekommen. Aus fette Gemisch wurde bereits umgestellt. Aber wir haben keinen guten Exit bekommen. Das hat man hier ganz klar gesehen. Deshalb werden wir in dieser Runde noch nicht an Albon vorbeikommen. Das ist klar. Oder zumindest nicht auf dieser Startziellinie. Nächste DRS-Zone für uns. Und nächste Chance vielleicht für uns. Ui, kleiner Verbremser von uns beiden. Das hat uns jetzt nichts gebracht, denn wir haben uns genauso dumm verbremst. Also bleibt es bei der gleichen Ausgangsposition, sage ich jetzt mal. Und von hinten, ja, Ricardo kommt wieder ran. Denn wir stocken hier ein bisschen. Der wird auch gleich DRS bekommen. Also sind wir jetzt hier so ein bisschen im Sandwich. Aber dass Albon nicht so fährt, wie ich das erwartet habe, das merkt man hier ganz klar. Dass er uns sogar in den Gegner zurückdrängt, das ist dann doch schon
Etwas unerwartet, da haben wir den Pfeiler mitgenommen und jetzt haben wir doch genug Pace. Jetzt müssten wir doch hier mal vorbeiziehen können. Oh, schöne Geschichte. Und raus beschleunigen. Und wieder bremsen. Jeff gefällt das Ganze natürlich auch. Jetzt müssen wir unser ERS managen natürlich, weil das haben wir gerade ein bisschen sehr viel benutzt. Hier aufpassen, nicht in die Wand rein. Und jetzt auf Fett umstellen. Denn jetzt halt Albon und natürlich auch Ricardo, der mittlerweile an Albon vorbei ist, DRS, aber es ist auch schon die letzte Runde und das ist eben das Interessante an dieser Sprint to Glory. Es geht alles extrem rasant. Wir gehen auf Standard zurück, wir haben noch genug ERS. Und dann können wir erstmal jetzt hier ein bisschen durchatmen und uns vorbereiten auf vielleicht den letzten Angriff von Ricardo. Und dann hätten wir hier ein mega Debüt hingelegt. Das wäre schon eine tolle Geschichte, wenn wir das so hinbekommen. Aber Ricardo ist direkt an uns dran. Und zwar vollkommen direkt. Das wird jetzt nicht leicht hier, die letzten paar Kurven. Hier nehmen wir nochmal ein bisschen ERS mit, um hier besser raus zu beschleunigen. Das klappt soweit ganz gut. Aber er wird gleich DRS bekommen. Und er wird eine Riesenchance haben, an uns vorbeizuziehen. Und wieder kriege ich das hier nicht perfekt hin. Muss jetzt sogar auf Fett nochmal umstellen. Wir nehmen uns die Inside. Und was wird es? Er ist dran, aber er kommt nicht vorbei, weil wir irgendwie dann doch verteidigen. Jetzt kommen wir hier fast nochmal zu weit raus. Rennsieger ist Hamilton. Und wir könnten bei unserem Debüt hier tatsächlich auf Platz 5 vorfahren. Ricardo nach wie vor hinter uns. Aber der sollte es nicht mehr schaffen. Und damit steht fest, wir sind am Debüt einfach Sechster geworden. Eieiei, das war eine schöne Geschichte. Fahrer des Tages, Max Verstappen. Müsste vielleicht dann Zweiter geworden sein, weiß ich nicht genau. Wir haben gesehen, der eine Red Bull, Albon, der war nicht so gut. Hat zwei Plätze mindestens mal verloren. An uns und an Ricardo. Aber den Start, der war schon etwas kurios. Lewis Hamilton, der verdiente Sieger. Erstmal durchschnauben hier. Das war schon echt eine spannende Geschichte. Und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. Vielleicht mache ich dann sogar dort zwei Rennen. Das weiß ich noch nicht genau. Muss ich mal gucken. Daniel Ricciardo direkt hinter uns ins Ziel gekommen. Gutes Rennen auch von ihm. Und wir sehen es hier. Nein, kein Max Verstappen auf dem Podium. Es sind zwei Mercedes. Und dann ist es Leclerc. Also es glaube ich das Grid sozusagen. Hamilton, Leclerc und dann Bottas, ja, und dann würde Vettel kommen und dann Verstappen. Mal gucken, wie es am Ende aussieht. Lewis Hamilton, er fährt wieder von Anfang an vorne weg, wie man es von ihm gewohnt ist. Charles Leclerc und Valtteri Bottas daneben. Und ja, das war doch mal echt eine interessante erste Folge. Max Verstappen nur Vierter, aber ein Platz vor Vettel. Das sieht doch nicht schlecht aus. Wer ist Fahrer des Tages? Okay. Sie haben einfach, der Kommentator hat gerade gefragt, wer ist Fahrer des Tages? Und dann hat er einfach Überleitung zur Rangliste gemacht. Alles klar. Naja, auf jeden Fall. Wir haben einen Platz gut gemacht. Das ist richtig stark. Was ist mit unserem Teamkollegen? Der hat einen verloren. Also gegen Pierre Gasly können wir uns in der Rivalität schon mal ein bisschen durchsetzen. Was auch für die erste halbe Saison so das Ziel sein muss. Wir sind damit natürlich Sechster in der Rangliste. In der Konstrukteursrangliste sind wir Vierter. Das ist alles nicht schlecht, muss man sagen. Gleich mit Renault. Und ja, McLaren hier leider nicht so gut wie in echt. Und ja, ich würde sagen, das war's für die erste Folge. Es war wirklich sehr, sehr interessant. Wir gucken nochmal kurz auf den Start hier im Hintergrund, während ich hier so ein bisschen schon mal abmoderiere, weil das würde ich mir gerne nochmal ansehen, was da eigentlich passiert ist. Wir hatten einen sehr guten Start, im Gegensatz zu Max Verstappen. Und dann haben die da sich zu dritt blockiert. Ich hatte einfach nur Angst, dass ich mit den Frontflügel abfahre. Und ja, da hatte ich auch eine kleine Kollision mit Max. Und dann standen die da kurze Zeit sogar zu dritt. Und wir dahinter. Und dann hat sich das so langsam aufgelöst. Wahrscheinlich hat Albon da auch irgendwo einen kleinen Kratzer am Frontflügel oder sowas mitbekommen.
weil ich verstehe nicht, warum der sonst so langsam sein sollte. Aber das ist jetzt auch Geschichte und somit heißt es für uns, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bayern Karriere und Juve Karriere in PES, die wird natürlich auch weiterlaufen. Aber auf dieses Projekt hier habe ich auch richtig Bock. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder bei der Juve Karriere. Bis dann, macht es gut und ciao.